Küchengarten. Heute begrüße ich euch bei strahlendem Sonnenschein. Der Herbst ist da. Ich hoffe, es wird ein goldener oder ein Altweibersommer, damit man noch einiges schaffen kann und es nicht so matschig und grauslich ist wie im Sommer, wo es ja fast nur geregnet hat. Und da der Herbst angekommen ist, gibt es viel zu tun hier bei mir im Küchengarten. Geerntet kann werden, aufgeräumt müssen die Beete werden und ich sehe auch immer noch Neues aus wie Spinat, Wintersalat. Gerade letzthin habe ich in einem Beet Phacelia als Gründüngung ausgesät. Die lasse ich dann vor der Blüte, schneide ich sie bodeneben ab und lasse sie als Mulch auf dem Beet liegen. Das gibt einen tollen Nährstoff. Boost für die Beete, die im Sommer ja jetzt sehr beansprucht waren. Vor allem die Beerensträucher brauchen jetzt Pflege. Man muss sie zurückschneiden und für das nächste Jahr fit machen. Was ich auch gerne noch vor dem Winter mache, ist eine dicke Mulchschicht mit Kompost oder Pferdemist über die Beerensträucher, also die Füße der Beerensträucher zu geben, damit sie geschützt sind im Winter vor Frost und starker Kälte und dass sie dann im nächsten Jahr gleich mit einem Nährstoffboost starten, der eben über den Winter langsam verrottet. Ich möchte auch gerne etwas in eigener Sache anbringen. Ich möchte gerne, dass mein Kanal, ihr seht, wie viel Freude es mir macht, Videos zu machen und euch meinen Garten zu zeigen. Ich hätte gern, dass mein Kanal weiter wächst und ihr könnt mir damit helfen, indem ihr unter meinen Videos, wenn sie euch gefallen haben, ein Like da lasst, einen Daumen rauf oder auch einen Kommentar schreibt. Ich lese immer alle, ich antworte immer auf alle und ich würde mich sehr freuen, wenn mein Kanal weiter wachsen darf. Hier in Hochbeet Nummer 1 unter dieser Plane, die im Endeffekt aber irgendwie gar nichts genützt hat, wartet unser Mittagessen von heute. Lasst uns mal drunter schauen. Ich kann der ganzen missglückten Netzabdeckungsgeschichte gar nicht böse sein, weil schaut euch mal an, was sich da drin tummelt. Eine Masse an Faltern, Schmetterlingen, und ernten tue ich ja trotzdem was. Ich glaube, ich hatte einfach Glück. Ich weiß gar nicht, wie die sich da reingestohlen haben. Auf jeden Fall entlasse ich die jetzt in die Freiheit. Oh, vor allem die schönen Falter. Toll. Los, jetzt dürft ihr fliegen. Hopp, hoppla, hopp. Flieg. Jetzt könnt ihr hier schon gut sehen, dass die Blätter von den Raupen natürlich aufs Grausamste zerstört sind. Aber unglaublich, schaut euch das an, was da noch für Kokons drauf hat. Eins, zwei, da ist ein dritter. Ist eigentlich wunderschön. Und lustigerweise hier drinnen, meine Ernte ist gesichert. Also das war jetzt für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Die hatten was zu essen, konnten sich vermehren und ich habe trotzdem. Da hinten ist noch einer. Ich habe trotzdem meine Ernte. Finde ich schön. Danach habe ich das Netz entfernt. Das werde ich waschen, damit es für die nächste Saison wieder einsatzbereit ist. Und dann ging es ans Ernten. Die Kaffeeole waren wirklich schön groß, gut gewachsen. Ich habe mich sehr gefreut. Die Blätter habe ich gleich vor Ort entfernt. Und hier seht ihr meine Ernte. Und schaut mal, was ich hier in den Blattachseln gefunden habe.
Da steht schon die nächste Generation an Raupen in den Startlöchern. Ein unglaublich großes Gelege an Eiern. Ich weiß jetzt nicht, ob das vom Zitronenfalter ist oder Kohlweißling, wahrscheinlich eher Kohlweißling, oder von diesen Nachtfaltern, die ich da drauf gesehen habe. Nachdem ich hier in meinem Hochbeet Nummer 1 den ganzen Kaffeeol abgeerntet habe, möchte ich jetzt neu bepflanzen, und zwar mit Wintersalat. Da habe ich meine Auslese gekauft beim Gärtner. Und die kommen jetzt da rein. Zuerst werde ich den Bereich, also diesen Abschnitt des Hochbeetes, noch mal ein bisschen mit meinem biologischen Gemüsedünger aufdüngen. Aber nicht zu viel, denn der Spinat ist sowieso ein Schwachzehrer, also braucht er auch nicht zu viel. Aber es ist ja vorher Kohl drin gestanden und der hat dem Boden schon recht viel Nährstoffe entzogen. Und deswegen braucht er jetzt ein bisschen ein Aufmotzen. Morgen werde ich dann Rasen mähen und den Rasenschnitt werde ich hier zwischen den Pflänzchen als Mulch verteilen, damit der Boden nicht zu stark austrocknet und die Bodenlebewesen geschützt werden. Der Herbst ist ja auch noch eine wunderbare Zeit, um auszupflanzen, umzutopfen. Und hier in meinem Heidelbeerbeet da tut sich ja ganz schön was. Da habe ich einerseits Heidelbeeren, also Blaubeeren, die in der Erde eingesetzt sind. Da habe ich natürlich vorher saure Erde eingebracht. Ich habe verschiedene Arten von Heidelbeeren. Manche kommen mit den Bedingungen besser zurecht, manche schlechter. Die schlechter damit zurechtkommen, habe ich in Töpfen, das sind übrigens Stecklinge vom letzten Jahr, die angewachsen sind und jetzt schon draußen in einem Topf stehen. Und hier habe ich ältere Kandidaten. Diesen hier habe ich schon umgetopft in einen größeren Topf. Da sieht man schon frische Triebe. Dem gefällt das hier. Und hier habe ich noch ganz verwachsen in einem kleineren Topf eine Heidelbeere, um die ich mich heute kümmern möchte. Die muss unbedingt in einen größeren Topf. Hier muss ich, glaube ich, auch ein bisschen die Beipflanzen zurückschneiden, weil das wächst hier alles ziemlich zu. Zuerst muss ich allerdings den Topf frei machen, in den diese Heidelbeere hinein soll. Dann seht ihr hier hinten, die Heidelbeere soll in diesen großen grauen Topf. Da ist noch eine Hortensie drinnen und für die habe ich schon einen wirklich guten Platz. Und zwar, wenn wir hier hinausgehen, heute scheint wirklich schön die Sonne, in den Vorgarten bei meinen Maibeeren.
Hier. Da habe ich ja 4 Maibeeren stehen. Und hier ist noch ein schöner Platz, der momentan noch voll mit Löwenzahn ist. Da möchte ich meine Hortensie hinsetzen. Wenn ihr euch fragt, was hier die ganzen kleinen, feinen Sämlinge sind, die hier aufgehen, dann kann ich euch sagen, das ist Kugeldistel, blaue Kugeldistel. Gell, Luki? Da hatte ich hier hinten nämlich eine wunderschöne, selbstgezogene stehen. Da sieht man noch den dicken Strunk. Die hatte nämlich jetzt Mehltau, da habe ich sie abgeschnitten. Aber ich habe ganz viel Saatgut genommen. Und hier hat sich es natürlich rundherum auch verteilt. Und die sprießen wirklich, also die sind wirklich wunderbar aufgegangen. Trotzdem, hier müssen sie jetzt weg, hier will ich sie nicht haben. Oder zumindest nicht so viele. Dort drüben dürfen sie bleiben und im nächsten Jahr, hoffe ich, habe ich wieder ein paar schöne. So, der Kübel ist nun also frei und hier habe ich jetzt eine saure Pflanzerde für meine Heidelbeere und die kriegt jetzt einen wunderbar schönen neuen, viel größeren Topf und kann hoffentlich noch viel mehr wachsen, einen starken Wurzelballen bilden und dann im nächsten Jahr reich Früchte tragen. Dann mische ich auch noch einen sauren Beeren-Langzeitdünger unter die Erde. Da könnt ihr sehen, wie dringend nötig es schon war, diese Heidelbeere in einen größeren Topf zu versetzen. Der Wurzelballen ist total dicht. Hier unten nehme ich jetzt die Scherbe raus. Eine Schnecke sitzt auch noch dran. Hier sieht man schon neue Triebe. Wunderbar. Da sind irgendwelche Eier von irgendwelchen, weiß ich nicht was für Viechern. So, und um den Start ein bisschen leichter zu machen, werde ich jetzt hier die Wurzeln aufreißen, damit sie sich in dem neuen Topf leichter wieder verzweigen. Und wieder eine Arbeit von meiner To-Do-Liste abgehakt. Super. Heute ist ja im Garten wirklich wieder viel weiter gegangen. Ich habe einiges geschafft. Schön, dass ihr wieder mit mir dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm doch gerne einen Daumen rauf und schreibt mir einen Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis nächste Woche. Und wir sehen uns dann wieder am Mittwoch im Küchengarten. Bis dann.